Ja, sehr geehrte Damen und Herren, und in zu einem folgenden Clip werden wir uns mit einer biologischen Anomalie auseinandersetzen. Und zwar scheint es so, als hätte der Spieler absolut kein Gehör. Das, glaube ich, hängt gar nicht mit der Sprache zusammen. Es scheint ja das Sprachzentrum an sich affektiert zu sein. Und zwar in sehr desaströser Weise. Wahrscheinlich ist er zu lange, zu nahe zur Sonne geflogen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kleiner Hitzeschlag, wie wir in Fachkreisen das nennen. So genau kann man es nicht sagen. Bildet euch einen eigenen Eindruck. Und es ist jedenfalls ein Desaster. Ich wusste, dass ich ein Ultimate fertig, ja. Dispack, manchmal mag ich Dispack down. Ah! Mann! Spike down! Nix von mir! Oder vielleicht den Spike und das erste Mal unten. Ich hab halt nur die Spectre, die Distanz wird das nicht. Das wäre so praktisch, wenn da wer ich glaub, du die Rauchwolken als Ultimate. Ja, ich kenn mich mit der Fake nicht aus. Brauchst du nicht auf X drücken? So. Mach die Ultimate sicher gar nicht. Ich hab mir nie geblendet. Das. Ich dachte, ich muss da zuerst einen Planter auswählen und dann starren. Ja, und jetzt mal. Okay. Die Rauchwolke X, der Ultimate, ist der Setzen. Weil du hast eine super Fähigkeit. Du hast eine. Fuck. Setz die Rauchwolken ein. Was heißt denn X? Die Rauchwolken. Was war denn X die ganze Zeit? Das Mikrofon abschalten, das gibt's ja gar nicht. Was soll X sein? X drucken. Once more into battle. Ja, jetzt wird X probiert, mit Rauchwolke probiert, mit Ultimate probiert. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennen sollte. Keine Ahnung, wo du das bei mir hast. Da stehen wirst du da. Hase, mach mal. Oh, hab ich auch gefallen. Wie ist das passiert? Remember kids, don't fly too close to the sun, cause there's a chance you might end up just like Icarus, and you will have no hearing left, and no hearing right. Yeah, there won't be any hearing, that's the point.